Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Firmen Markenwelt Blechinger und der Automakler Markus Schott. Ja, wie versprochen, wir stellen ab sofort jedes Fahrzeug noch einmal in einem kleinen Video ganz genau vor. Wir sagen Ihnen, wo sind kleine Beschädigungen, welchen Zustand hat das Fahrzeug, wurde es nachlackiert, ja oder nein. Ja, und wie immer fangen wir bei jedem Fahrzeug vorne links an, gehen dann einmal um das Fahrzeug, gucken uns den Innenraum genau an. Ja, starten wir hier, wir haben einen wunderschönen Golf Plus 1,6 TDI, Baujahr 2013 mit original 31.000 Kilometer, Standheizung mit dabei. Und wie Sie gleich sehen werden, ist das ein Fahrzeug, das bekommen Sie, ich sag mal, vielleicht alle halbe Jahre mal zu sehen. Wir beginnen mit dem Kotflügel vorne links. Wir schauen uns an, ob es denn Dellen, Kratzer oder sonst dergleichen gibt. Wir schauen die Spaltmaße an. Ist das alles sauber und korrekt? Ja, das Auto hier. Ein typisches Rentnerfahrzeug, aus erster Hand, alle Kundendienste gemacht bei Volkswagen. Ja, die Felgen da dazu, sind die angefahren worden? Nein. Hier haben wir ein bisschen einen Schmutz, eine Verschmutzung. Man sieht, ich kann das mit dem Fingernagel wegkratzen. Hat unser Aufbereiter wahrscheinlich übersehen. Ja, wir gehen mal weiter ums Fahrzeug rum. Das Fahrzeug ist ausgerüstet mit einer Scheinwerferreinigungsanlage. Wir prüfen mal genau, gibt es denn Steinschläge zu sehen. Nein, alles ganz sauber. Ein sehr, sehr gepflegtes Fahrzeug. Ja, schauen Sie ruhig mal genau hin. Hier sehen wir noch auch ein bisschen eine Verschmutzung, eine hartnäckigere. Aber ansonsten Motorhaube ebenso. Nicht ein Steinschlag. Genau so etwas sind wir bestrebt, unseren Kunden anzubieten. Wie gesagt, ein Fahrzeug, das nahezu makellos ist. Sehr wenig Kilometer. Die Kilometer müssen natürlich auch im Scheckheft nachvollziehbar sein. Wir gucken uns die rechte vordere Seite an. Auch hier, es ist kein Kratzer, keine Delle zu sehen. Ja, wir prüfen mal die Felge vorne rechts, die ist ja dann doch etwas anfälliger für Anfahrschäden, aber auch hier sehr schöner Zustand. Wir gucken mal von der Seite, ob wir irgendwelche Dellen finden oder Kratzer, anderweitige Beschädigungen finden. Da sehe ich eine Kleinigkeit, da muss man aber schon sehr, sehr genau hingucken. Ich weiß nicht, ob man es richtig erkennen kann. Hier ist eine sehr, sehr kleine Delle. Also auch keine Lackbeschädigung dann, aber eben, wie man es halt kennt, vielleicht beim Parken halt eine Türe oder sonst was angelehnt worden. Ich prüfe mal, ob ich denn hier eine Beschädigung des Lacks erfüllen kann. Nein, also diese Türe wurde nicht ausgebessert mit dem Pinsel oder sonst dergleichen. Schauen wir hier mal weiter. Nein, alles sehr sauber. Ich sehe hier, ist das Schmutz. Ja, das ist ein ganz, ganz minimaler. Also wenn das Auto mal draußen ist, werden Sie es gar nicht mehr erkennen.
vielleicht eine Oberflächenankratzung vom Klarlack. Ansonsten ist das alles ganz, ganz gering. Hier haben wir einen sehr, sehr feinen, weiß nicht, auch hier, weiß nicht, ob man es sieht, minimalst einen kleinen Kratzer. Ansonsten sehr, sehr sauber. Auch hier die Türkante nicht einmal ausgebessert. Also man würde es ja sofort spüren, ob hier Lackausbesserungen vorgenommen wurden. Wir gucken mal die Felge an. Auch hier ein bisschen Verschmutzung. Ja, Sie sehen es hier. Ich kann mit dem Fingernagel das wegmachen. Scheint ein bisschen vielleicht der Teer oder so zu sein. Aber auch hier, die Felge ist nicht angefahren. Spaltmaße stimmen hier hinten auch mit dem Stoßfänger überein. Wir gucken mal die Heckklappe genauer an. Auch hier, diese Heckklappe ist also makellos. Wir schauen uns die Ladekante an und hier sehen wir einen ganz, ganz kleinen Kratzer vom Einladen, was weiß ich, Wasserkasten, was man halt so hat. Man kommt halt, ich meine, das Auto wird jetzt 7 Jahre alt, man kommt halt vielleicht irgendwann mal dran, aber ansonsten auch hier der Kunststoff wie neu, alles wunderbar. Ich sehe auch hier Gummimatten, also quasi der Kunde hat für den Winter Gummimatten. Sehr selten sowas. Die Warnwesten haben wir einfach mal im Fahrzeug gelassen. Wäre ja schade, die sind original verpackt. Wir haben im Übrigen eine Lackdichtemessung durchgeführt. Das Fahrzeug hat bis auf das Seitenteil hier den Originallack. Hier muss mal in diesem Bereich, dort ist die Lackierung bis zu 500 μ dick. Normalerweise hat man so um die 70, 80 μ bei Volkswagen. Also das scheint hier so ein kleiner Rempler gewesen zu sein, den man eben ausgebessert wieder neu lackiert hat. Ist aber sehr, sehr sauber gemacht. Hier sind keinerlei Lackeinschlüsse oder sonst dergleichen da. Ja, die Türe hier wieder, Türe hinten links ist wieder Originallack. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich so in diesem Bereich eine Beschädigung gehabt und man muss natürlich hier dann das ganze Seitenteil lackieren, weil sonst habe ich hier eine Lackkante, einen Abriss und das würde ich dann natürlich sehen, wäre nicht schön. Wir gucken uns hier wieder bei der Türe an, ob hier die Türe mal angeschlagen wurde. Nein, auch hier keinerlei Beschädigung. Wir gucken mal wieder, wie drüben auch von der Seite ins Fahrzeug und schauen, ob wir Dellen oder Kratzer finden können. Das hier ist jetzt wieder makellos, keinerlei Beschädigung. Ja, auch hier gucken wir mal. Ich spüre hier also auch nichts. Sehr sauber, einwandfrei. Wir gucken ins Fahrzeug rein. Ja, Sondermodell Live. Schöne Sitze, sehr gepflegte Sitze. Ja, wir gucken mal näher hin. Das ist alles wie neu. Wie neu tatsächlich. Es ist ganz, ganz selten, dass man nicht ein bisschen am Sitz erkennt, dass hier überhaupt mal jemand drin gesessen ist. Sehr schön. Ja, wie schon gesagt, Fahrzeug ist ja ausgerüstet mit einer Standheizung, Vorwahluhr. Wir haben es auch geprüft, Standheizung funktioniert. Ist natürlich eine schöne Sache, gerade für Laternenparker. Auch hier
Wir haben es ja bei ähnlichen Videos, die ich gemacht habe, schon gesehen, dass dieser Kunststoff, wenn man mal mit den Schuhen drankommt, einmal dran gekommen und schon haben sie Kratzer drin, Fahrer drin, die bringen sie nicht raus. Aber hier sieht man nichts. Auch hier extrem sauber der gesamte Kunststoff. Also hier hat wirklich jemand so aufgepasst auf das Fahrzeug. Das ist eine wahre Freude, wenn man sich das Auto dann anschaut. Und dann sagt, Mensch mal, das ist wirklich was für unsere Kunden. 30.700 Kilometer original. Sehr schön mit einer Sitzheizung. Ich mache mal die Zündung, dass man ein bisschen was sieht hier. Ja, jawohl. Schönes Opti-Drohnen-Cockpit, schon am Tage hinterleuchtete. Unterwegs oder krank sind, sollen dort rausgeholt werden. So, hier sehen Sie schönes Radiogerät. Getrennt regelbare Klimaautomatik mit, Radio aus, ja, mit einer Sitzheizung, dreistufig. Wir gucken mal hinein. Ich habe ja vorhin drüber gesprochen. Wir wollen also schon nachvollziehbar die Kilometerstände haben. Hier ist ja das 1,6 Dieselmotor mit einem DSG-Getriebe. Wie wir hier angemarkert haben, haben wir QI6. Das bedeutet quasi, dass der Kundendienst nach Anzeige fällig ist. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier sind die Kundendienste gemacht worden. Alles bei Volkswagen. Der letzte Service hier, wie wir es erkennen können, am 16.06.2018 bei 28.620 Kilometer. Gucken wir noch mal, was? 28.000, jetzt 30.700. Also man sieht, das Fahrzeug ist nachvollziehbar bei diesen Kilometern. Ja, und so soll es sein. Und der Käufer, der sich für diesen Wagen entscheidet, hat mit Sicherheit sehr, sehr viel Freude daran. Ja, weil es einfach sehr selten ist, dass Fahrzeuge in so einem Zustand nach fast 7 Jahren zurückkommen. Und wir freuen uns jetzt schon, Markus Schott und ich, wir freuen uns jetzt schon auf Sie, auf die Probefahrt. Und natürlich würden wir Ihnen gerne auch das Fahrzeug ausliefern. Wir freuen uns heute schon auf Ihren Besuch. Bis dann. Ihr Ralf Blechinger mit Markus Schott. Danke, tschüss.